Juhu! Heute zusammen, endlich ist da eine frohe Kunde zu verkünden. Er ist da. Der neue LS19 Season Mode. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe LS19 Freunde. Schaut mal, also es ist, ich habe jetzt lang studiert, wenn ich das aufnehmen soll. Ich mache es jetzt per Film, weil ich müsste so viel, das ist so ein langer Bericht. Ich habe den übrigens hier auf Deutsch. Deutsch. Weil original ist ja Englisch. Also, ich habe jetzt gedacht, wenn ich alles würde machen auf Screenshot und die nacheinander hinschneiden, lang genug, dass man es kann lesen, ist es ziemlich, wie soll ich sagen, das gibt vielleicht 15 oder noch mehr Screenshots. Wenn ich nur einen vergiss oder vertusche, dann stimmt der ganze Text nicht mehr. Darum, ich mache es jetzt so per Film. Es ist fast anders jetzt nicht möglich. Und wenn wird veröffentlicht, so schon bald, schon ziemlich schnell, nämlich am 24. Juli 2019. Juhu! Und das hat Änderungen drin, ich sag's euch. Haare sträuben. Du musst dann aufpassen, sonst geht gerade alles hin. Also, es gibt auch Blitz und Donner. In der Nacht verschwindet der Mond, wenn es Gewitter kommt. Und dann fängt es an, bom, 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 bom. Und blitzen, wie echt. Voll cool. Und die Bäume tun sich ein bisschen anders verfärben, so je nachdem, was für Bäume sind, schreiben sie zumindest. Also, ich tue da jetzt dann mal ein bisschen durchblättern und immer ein bisschen sein, dann müssen wir halt nachher ein Standbild machen oder direkt, ich tue den Link auch unten gerade hier noch in die Videobeschreibung, wenn ihr halt den Link anklicken und lesen, ich weiss nicht. Ich habe ein Übersetzungstool, wo das schön auf Deutsch macht, aber das haben vielleicht nicht alle. Ich habe das irgendwann mal bei Google selber aus diesen ihren Apps rausgenommen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wie das heisst. Einfach, kannst du hier schreiben Deutsch, Englisch oder immer alles Englisch, Original Englisch wird immer auf Deutsch übersetzt. So ein Ding ist das. Ihr seid alle jung wahrscheinlich, die meisten, ihr wisst eh noch, wo ihr das Zeug wie findet. Also dann, schau jetzt mal. Das kannst du lesen oben. Jetzt mache ich den nächsten. Lass das jetzt wieder ein bisschen stehen und rede jetzt einfach noch schnell weiter. Kannst mich ja dann den Ton wegmachen? Nein, denke nicht. Sicher nicht. Bleibt der Ton nicht drin? He? Ja, nicht abstellen. Nein, also, was ich noch da gelesen habe, es ist wirklich wahnsinnig viel. Man hört auch den Wind anders blasen. Es hätte seit neuestem. Zweitneueste Sache ist, dass es Sturm gibt. Und dann stürmt es wirklich. Und die Vögel verstummen dann auch. Also, die tun nur noch ganz leislich und anders pfeifen. Also, komplette Audiosache ist überarbeitet. Der Wind tut dann so richtig wie ein Sturm. Wenn wir schon beim Wind sind, Zugluft beeinflusst dann aber die Ernte auch noch. Und Frost, das ist ja auch so etwas, das entsteht ja auch durch Wind. Ja, kann ja dann gerade alles kaputt machen, das ganze Feld. Unkraut ist nicht mehr über die ganze Karte. Und nochmal irgendetwas, ich habe das vorgelesen. So, ich tue wieder ein bisschen weiter da. Es gibt noch mit diesen drei Stufen, wo das Zeug wächst, da, egal so Weizen oder weiss ich was, hat es auch Veränderungen noch. Aber ich sage es euch, lese es selber, es ist so viel, das kannst du gar nicht alles gerade auswendig sagen. Es tut immer teilweise nur noch Unkraut geben, nicht mehr gerade ein ganzes Feld, pam, ist voll Unkraut. Nein, nur einfach dort und dort ein bisschen, dort und ein bisschen. Und so macht der Frost das eben auch. Und wenn es aber zu trocken ist auch, und das Heu und, also das Heu kann kaputt gehen, es ist nicht mehr wie im LS17, dass Heu und Strohhäufe in einer Halle oder sagen wir im Unterstand verrottet. Das ist, glaube ich, nicht mehr, so wie ich es jetzt in Erinnerung noch habe vom Lesen. Aber wenn es sonst rumliegt auf den Feldern, dann verrottet es auch. So, ich tue wieder ein bisschen weiter. So, da geht es weiter. Ja, das ist im Fall total cool, aber ich bin jetzt echt, seit ich das gelesen habe, fühle mich fast überfordert. Da auf dem Bild sieht es ja aus, als wäre der Schnee auch nicht überall drüber, wobei sie haben geschrieben, die Schneemaske ist auch anders. Man kann sie sogar, wenn ich das verstand, auf eine leere Map drauf tun, aber es sieht dann einfach noch
beschissen aus, also so ist es nicht gestanden, aber ja, ungefähr so meinen sie es. Aber es sei möglich, was im 17. nicht gegangen sei, oder? Also sind einige Änderungen zum 17er Season Mode, finde ich voll cool. Da jetzt die Bäume, die Nadeln haben, sieht man es auf dem Bild auch, die bleiben tatsächlich, wenn echt wirklich grün. Und der ganz rechts, der hat gar kein Blättchen mehr dran und der links, der ist dann einfach ein bisschen braun. Also Blättchen erst von dort. Und da auf der Wiese ist es einfach nicht so alles glatt und gerade weiss. Also wenn das wirklich so ist, ich tue wieder ein bisschen weiter, dann können wir uns freuen, hey, dann wird das ein voll cooler Realismus-Mod. So, jetzt tun wir da. Kannst da nochmal weiter Standbilder machen zum Lesen. Ich tue das jetzt einfach in so einem Tempo, dass es dann gut ist zum Lesen, weil es ist wirklich viel zum Lesen. Wir sind noch nicht mal in der Mitte jetzt. Ein neues Himmelssystem sieht man da, haben sie gerade auch noch gemacht. Ein Cloud-Wettersystem. Das ist da mit dem Donner, den ich vorher gesagt habe, und dem Wind. Ja, mei, du, da können wir uns echt freuen. Das wird dann richtig lustig. Windgeschwindigkeit, Niederschlagswahrscheinlichkeit. Ja, das Wetter kann übrigens auch alle paar Stunden wechseln, habe ich auch gelesen. Es kann sie am Morgen Sonne, Mittag ein bisschen bedeckt und dann in ein paar Stunden schon Regen. Also Tag- und Nachtunterschied ist auch also besser gemacht. Teilweise haben sie mit den Giants zusammen das nochmal ein bisschen bearbeitet. Die Shader sind neu für Bäume und eben auch für so Sachen. Ich tue wieder ein bisschen weiter. Und der Wetterbericht lügt. Nein, die sagen nicht alles. Aha. Also es hat auch einen Einfluss, was du so machst, kann sich auch auswirken auf erst später. Also nicht, es hat nicht gerade, dass du es merkst, also sofort. Dass, wenn das wirklich alles so im Schnürli klappt, wie die das planen und schreiben, hey, Mama mia. Dann hast du dann wirklich einen richtigen Bauernhof, nicht nur ein Spiel. He? Das ist dann aber ganz eine coole Sache. Ja, du, da steht jetzt gerade wieder Änderungen von dem Zeug, was ich jetzt gerade gesagt habe, von den Ballen und von den Sisamot-Masken. Pleasewalls aus dem Basisspiel haben einen eigenen Maskierungsbereich, damit sie besser passen. Du musst es wirklich alles einzeln lesen. Dann bei den Tieren hat es auch einiges tun, wieder weiter da. Da sieht man jetzt so direkt nichts. So, kannst da wieder weiter abnehmen, das Bild. Da hat es auch Alter, Gewicht, Rasse. Es sind verschieden mit den Rossen, mit den Kühen, mit verschiedenen Kuhrassen. Also, so wie ich verstehe, machen sie nicht mehr Mist, sondern eher Gülle, weil das irgendwie besser ist für den Bauer. Vielleicht kommt das noch dazu, also weiß es nicht. Weil es steht zweimal Gülle, Gülle, aber es ergibt nur einen Sinn, wenn der Text liest, ist eh noch Gülle als wie Mist. Weil es steht ja, wenn es kein Stroh haben oder ob es Stroh haben, oder? Und Mist gibt es ja erst, wenn Stroh oder Heu oder einfach so etwas dabei ist, oder? Sonst ist es ja auch, wenn eine Kuh mal kacken muss, eher ein Fladderig, also fast eher fast wie Gülle denn, nicht nur wenn sie mal muss pissen, auf Deutsch gesagt. Also, ja, es gibt dann auch neu, ein Gückel pro 8 Hühner, nachher hast du Junge, dann gibt es Kückeli, weiß aber nicht, ob man die sieht, das steht nicht. Vielleicht steht dann auch einfach, oh, du hast jetzt 8 junge Küken und so. Wenn du aber den Hahn, den Gückel, nicht hast pro 8 Hennen, dann gibt es gar nichts. Dann kannst du einfach, ich weiß nicht, so wie immer halt, deine Schachtel holen. Es wäre cool, wenn es da in dem Ding wieder irgendwie wie auf Eier umwandeln und kannst von Hand holen. Ich finde das einfach viel schöner am 17er, wie das war. Gut, ich gehe wieder weiter. Rasse, das ist da, was ich jetzt gerade gesagt habe. Dann da. All die Rassen, 5 Rassen. 5 Rassen, und das sind die. He? Und je nachdem wird sich das auswirken, ob mehr Fleisch oder mit 300 Kilo, da muss es dann
Kaufen nach dem Mest und Ochsen hat es auch noch. Und da die Holstein und Eichschier sind nur für Milch. Kannst es dann aber 2 Jahre behalten. Also das ist voll cool. Die anderen Tiere haben ähnliche, übrigens da siehst du, es gibt immer etwas an diesen Sachen. Das ist halt überpackt, das habe ich noch nicht gemacht, weil sonst bin ich auch noch die ganze Nacht im Bett. Ich tue wieder weiter. Es könnte auch sterben, das ist im Fall traurig, traurig. Weil das alles kann, mit dem hohen Risiko, der Motten macht, kann das irgendwie schlecht ernährt sein und nicht klappen und dann, oh mein, stirbt das Rössli. Das ist dann ein bisschen blöd. He? Weidemond vom Farming Simulator 17 wurde direkt in Season 19 integriert. Tiere in Ställen mit Gras brauchen das Gras als Ersatz für das Gras im Trog. Seien Sie vorsichtig, dass Gras in einem Stift als vollständig gefressen werden kann. Dies hängt von der Größe des Stifts, der Anzahl der Tiere und der Jahreszeit ab. Irgendetwas habe ich ja gesehen, das reguliert mit dem Wasser. 15% so hast du immer irgendwie Wasser drin, dass nicht irgendwie alle verreckt, wenn es angeblich dann kein Wasser mehr hat, oder? Wenn es den Spielern leichter zu machen. Das ist aber nur, wenn du Wasserpumpe hast. Kann. Heißt ja nicht, dass die immer dort ist. Und dann, wenn du das machst, die Wasserpumpe, dann jetzt aber jeden Tag fällt vom Kunden auch noch ab. So, ich gehe weiter. Das ist so ein Grashandling. Das ist mega krass. Aber die Bäume, das muss ja wirklich schön aussehen. Da freue ich mich drauf. Aber ich glaube, mir wird alles verrecken. Ich glaube nicht, dass ich das alles bedienen kann. Ich habe mit dem 17 mal ein paar Videos drin, glaube ich 2. Von meinem Season-Mod von 17 an. Wo ich mal so im Dezember oder Januar probiert habe. Aber ich hatte eigentlich mehr Freude zum Schnee herumfahren. Aber wenn ich das alles lese, da alles muss managen, machen und tun, dann bist du im Feiertag und Nacht beschäftigt. So viel kann ich gar nicht spielen. Sonst bin ich dann gleich pleite, wenn ich kein Geld mehr, wenn ich nicht mehr arbeiten kann. Hä? Das ist noch lustig, du. Die vielen Änderungen an Engine und Skript im Farmschulator 19 ermöglichten viele neue Funktionen. Das kann man allerdings sagen, du. Mit dem Verrottungsprozess, den ich vorhin gesagt habe, vom Gras und so. So, ich gehe wieder ein bisschen weiter, dass wir das etwa abschliessen können. Das ist das, was ich vorher auch angesprochen habe, Audio und Grafik, was du alles hast, mit diesen neuen Shader. Da zum Beispiel anstelle des plötzlichen Abwechsels, und vielleicht 17 ändern die Bäume nun allmählich, so wie ich vorhin gesagt habe, ihr Aussehen. Die Blätter wachsen im Frühling bis zum vollständigen Wachsen im Sommer werden. Dann für den Herbst braun. Die Farbe, da, die Farbe des Baumes hängt von der Jahreszeit dem Baum den Wetter ab. So, alle Komponenten, das ist schon, sehr gut gedacht. Da kann man nur sagen, danke dem Realismus-Modding-Team und Giants, wo das miteinander, ich weiß nicht, ist das eine Tochterfirma oder sonst irgendwie verbandelte Partnerfirma oder wie, wo das ausbalduiert. Es ist ja nicht einfach, so ein Detail zu schreiben. So, dann tue ich dann aufs letzte Blättern. Siehst du, was steht jetzt gerade? Mond, von ich vorhin gesagt habe, verbessert Beleuchtung, Morgen und Abenddämmerung. Also das ist nicht mehr so Stierpfeld, Bunkart, das ist eine schreckliche Sache, Regen und Licht. Aber auch Davenport steht immer mal, macht ja, boah, es ist dunkel, Nacht muss schlafen. Du musst immer 13 Stunden schlafen, obwohl du gar nicht willst so lange. Aber das muss ich da auch echt bessern, hä? So, machen wir da noch den Rest. Ich muss noch mal einmal blättern. Eine große Anzahl von Sounds wird in Echtzeit gemischt und die gewünschten Effekte sowohl innerhalb als auch außerhalb eines Fahrzeugs zu erzielen. Hoffen wir mal, dass es nicht immer so stumm ist, wenn man im Karren hinhockt. Man müsste ja den Hagel, den Regen,
richtig fest, deutlich lauter hören, steht ja da in dem Text drin. Das ist da noch, was ich bei den Vögeln gesagt habe. So, jetzt tue ich da noch den Rest. Und jetzt muss ich schauen, da, was ich gesagt habe. Veröffentlicht. PC und Mac. Und. Schauen. Konsole gibt es auch. Was ist da? Wenn er TikTok ist. So. Kannst du es lesen? Wenn er TikTok gut läuft, dann tun sie das nochmal machen. Mit dem Giants zusammen. Und dann gibt es ihn auch für Konsole. Da haben aber viele Leute Freude, das weiß ich. Weil ich lese ja mich auch so ein bisschen. Die haben immer schon viel weniger Mods als die, die auf PC spielen. Und ja, das wird eine coole Sache. Ich weiß nicht, ob ich Let's Plays mache mit dem. Du. Ich werde mich nur blamieren. Ich check das sicher nicht. So, das sind so viele Sachen. Und dann beim einen Mal geht es 2 Tage, für das, beim anderen geht es aber glaube ich schon 1 Tag. Dann musst du aber schon wieder aufpassen, dass dies nicht das überschneidet und so. Mama mia, also ich weiß nicht, ob ich so viel Zeit habe, um das zu machen. Da müsste ich wirklich jeden Tag 1, 2 Filme machen oder so, dass du irgendwie kannst dich drin finden. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das wär's. Das wollte ich mitteilen. Grosse Freude. Also nicht vergessen, da. 24. Juli 2019 für PC und Mac. Season Mode. Ich sage, das wäre doch ein Abwert, oder? Oder ein Plus nach oben, so einen Daumen. Dann kann doch einfach einmal eine Freude machen. Also dann, danke, tschüssi, bis nächstes Mal.